Jo, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Detroit Become Human. Weiter geht's heute. Am 8. November 2038. Es schneit immer noch draußen. Die Uhrzeit ist 17:10 Uhr. Ich glaube, sind wir wieder im Vergnügungspark? Sind wir jetzt mit Kara unterwegs? Ja. Alice, warm. Luther, neutral. Ohne Hilfe. Wie soll der Hinterhof durchsuchen? Ich möchte zu Rose. Ist sie hier? Was wollen Sie von ihr? Ich muss mit ihr sprechen. Sie will nicht reden. Gehen Sie. Bitte, ich muss sie wirklich sehen. Ich bin Rose. Was kann ich für euch tun? Ich habe gehört, Sie können uns helfen. Euch helfen? Dann kommt. Gott sei Dank. Wir reden lieber drin. Können wir ihnen vertrauen? Ja. Wir haben keine Wahl. Zumindest erstmal nicht. Wie ist dein Name? Alice. Sie hat ja Fieber. Wir waren die letzten Nächte draußen. Sie ist erschöpft. Wir haben oben ein Gästezimmer. Sie kann sich hinlegen. Ich bringe ihr etwas zu essen. Adam, bringst du sie nach oben? Na gut. Und dann hoffen wir mal, dass das alles so gut wird, wie es momentan scheint. Alles ins Bett. So. Das machen wir jetzt mal kurz weg, fertig. Zudecken. Mir geht es gut, Kara. Wir können nicht hier bleiben. Wir müssen doch über die Grenze kommen. Du musst dich ausruhen. Definitiv. Du erst einmal und morgen sehen wir weiter. Warum hassen die Menschen uns? Wir haben ihnen nichts getan. Vielleicht ist es ein Missverständnis. Vielleicht brauchen sie Zeit, um zu verstehen, was wir wirklich sind. Warum reden sie nicht einfach mit uns? Warum sehen sie, dass wir nicht böse sind? Vielleicht eines Tages, ja. Ich weiß nicht, was du magst, aber hier sind Rose weltberühmte Spaghetti. Da bist du schnell wieder auf dem Damm. Da ist was gegen das Fieber. Danke.
Die wasche und trockne ich. Das ist super. Komm, jetzt erstmal was. Etwas essen. Du hattest nichts, seit wir aufgebrochen sind. Versuchst du es für mich? Ich bin unten, wenn du etwas brauchst. Schlaf so. Ein bisschen. Definitiv. Und morgen bist du stärker als ich. Na, hoffentlich. Ich bleib bei ihr. So. Gut. Luther bleibt oben. Und wir gehen zu Rose. Wir wollen ja schließlich doch ein bisschen was erfahren. Da kann man was gucken, die Bilder. Okay, ein Schloss. Das zweite kriege ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, was das sein könnte. Das könnte eine Taucherglocke sein. Ein paar Blumen und zwei Vögel. Okay. Diesen Zusammenhang verstehe ich jetzt gerade nicht, aber okay. Wie war noch dein Name? Ich bin Kara. Das ist mein Sohn Adam. Ich bin Rose, aber das weißt du ja. Komm und setz dich, Kara. Dann setzen wir uns mal hin. Also, was machen ein Abweichler und ein Mädchen da draußen in dieser Kälte? Ihr Vater hat sie geschlagen. Als ich das miterleben musste, ist irgendetwas mit mir passiert. Plötzlich kam es mir so vor, als sei ihr Leben wichtiger als meins. Ich musste sie beschützen. Also flohen wir. Ich verstehe. Leben Sie hier allein mit Ihrem Sohn? Mein Mann ist vor 2 Jahren gestorben. Adam und ich, wir kommen irgendwie durch. Wir bauen Gemüse an und verkaufen es. Das bringt nicht viel ein, aber wir haben immer genug zu essen. Und vor allem gesund. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Alice hätte nicht noch eine Nacht im Freien überlebt. Ich versuche nur zu helfen, wo ich kann. Warum helfen Sie uns? Die meisten Menschen hassen Androiden. Man gab meinen Leuten oft das Gefühl, ihr Leben sei wertlos. Manche überlebten aber nur, weil sie Leute fanden, die ihnen unterwegs halfen. Sie sollen Androiden über die Grenze bringen. Können Sie uns helfen? Dazu müsstet ihr über den Fluss, und der ist zurzeit fast zugefroren. Es ist sehr riskant. Und nach der Rede dieses Androiden im Fernsehen sind alle sehr nervös. Es wäre jedenfalls sicherer, wenn ihr hier bleibt, bis sich die Lage beruhigt. So kann es nicht weitergehen. Alice braucht Sicherheit und ein normales Leben. Wir müssen über diese Grenze. Um jeden Preis. Bitte. Sie müssen uns helfen. Rose, komm schnell! Sieh nach, was los ist. Ja, das will ich genau wissen, was da jetzt abgeht. Was ist los? Es ist Mary. Sie hat sich abgeschaltet. Wir sind zusammen geflohen. Wir redeten immer davon, was wir machen, wenn wir hinter der Grenze sind. Ich liebte sie. Ich liebte sie über alles. Was soll ich ohne sie machen?
Lassen wir sie. Alice, was machst du? Du solltest schlafen. Ich war nicht müde. Schon okay. Sie wollte nicht länger in ihrem Zimmer bleiben. Alles okay, Kara? Ja. Mir geht's gut. Wir können sie nicht verstecken. Nicht nach den Aktionen dieser Ableitler heute. Es ist zu gefährlich. Weißt du, was passiert, wenn man sie hier findet? Wir gehen ins Gefängnis, Mom. Hast du verstanden? Knast! Adam, das haben wir doch schon besprochen. Das... Nein! Diesmal halte ich nicht im Mund. Du ruinierst unser Leben und wofür? Für ein paar Maschinen? Sie sind keine Maschinen! Sie leben! Ich lebe! Du lebst! Sie... Sie sind nichts! Und nichts von all dem würde passieren, wenn Dad noch hier wäre. Ich dulde solche Reden hier nicht. Ich gehe nicht ins Gefängnis, weil du diesen Freaks helfen willst. Das reicht jetzt, Adam. Es reicht jetzt. Scheiße. Ja, der ist nicht so ganz überzeugt davon. Ignoriere ihn. Ja. Manchmal dreht er einfach durch. Es ist hart. Seit sein Dad gestorben ist. Aber er ist ein guter Junge. Ich sehe nach, wie wir euch heute Nacht über die Grenze bringen, okay? Bleib du hier, es dauert nicht lang. Alter, wo ist... Ich hoffe, Rose kommt bald zurück. Sagen. Es geht um Alice. Nicht jetzt, Luther. Doch. Wo ich es gern schon erfahren würde. Mit einem. Wir wollen euch beiden keine Probleme machen. Wir gehen so weit wie möglich. Noch irgendwas Unentdecktes. Die Frage ist, was? Warte mal. Das könnten wir vielleicht aus dem Fernsehen erfahren. Detroit steht unter Schock nach dem Androidenangriff auf den Stratford Tower. Die Maschinen sendeten eine Videobotschaft, die man nur als Forderungskatalog bezeichnen kann, über die Bildschirme der Stadt. Noch ist unklar, ob die Angriffe durch Fehlfunktionen verursacht wurden oder eine Organisation dahinter steckt. Bisher hat CyberLife keinen Kommentar abgegeben, doch wir erwarten mehr Informationen in den nächsten Stunden. Hallo?
Oh, oh. Die Polizei. Es ist die Polizei! Was machen wir jetzt? Sie wissen, dass wir hier sind. Was müssen wir machen? Finde. Wir müssen aufmachen. Ich wusste, dass das Luca, passiert. Nehmt Alice und versteckt euch. Ich wusste es. In der Waschküche. Komm, Alice. Wenn du in Panik gerätst, ist es vorbei. Willst du uns in Schwierigkeiten bringen? Willst du deine Mutter in Schwierigkeiten bringen? Nein. Dann bleib ruhig und tu, was ich sage. Moment, was? Guten Abend, Ma'am. Entschuldigen Sie die Störung. Uns wurden Androiden in der Gegend gemeldet. Bei dem ganzen Abweichlerärger kann man nicht vorsichtig genug sein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Klar. Kann ich reinkommen? Natürlich. Abend, junger Mann. Guten Abend. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gerne. Ist Ihnen in letzter Zeit was Ungewöhnliches aufgefallen? Unerwartete Besucher? Nein. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Sonst noch jemand im Haus? Nein, nein, nur wir. Haben Sie Androiden hier? Nein, hier sind keine Androiden. So, machen wir mal Kaffee. Coole Kaffeemaschine. Okay, 0,0% Misstrauen, also sieht momentan sehr gut aus. Okay, bleib weg von dem Schäßschrank, bleib weg von dem Schäßschrank. Wie heißt du, Junge? Adam. Adam. Mein Name ist Adam. Ist alles in Ordnung, Adam? Die Androiden, sie. Er ist müde. Er hat den ganzen Tag im Garten gearbeitet. Weißt du irgendwas über die Abweichler? Hast du welche gesehen? Nein. Nein. Ich habe nichts gesehen. Hm.
Ich muss dann los. Danke für den Kaffee. Schönen Abend noch. Ciao. Scheiße. Ist noch jemand im Haus? Nein, da ist niemand. Entschuldigen Sie die Störung. Guten Abend, Ma'am. Guten Abend, Adam. Er ist weg. Es ist okay, Alice. Wir sind jetzt sicher. Oh, Gott sei Dank. Da ist Rose. Macht euch bereit. Wir gehen heute Nacht. Gut. Der Mitternachtszug. Schön. Der Prinzessin ist gegangen. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Detroit Become Human und dann. Ja. Gucken, wie es weitergeht. Ich weiß es nicht. Ciao.